Na gut, was sagst du jetzt? I heard what happened. These commoners tried to kill you. You showed them who you are. No commoner can stand against one of noble birth. Ja. Schöne, merkwürdige Welt, in der sie da lebt. Was ist mit meinem Kristall geschehen? Oh yes. I heard somebody stole your gems. A tragic loss, I can imagine. Maybe we can talk in my room later, in private. Here's the key. You know which one it is. You've been there before. Aha, warum sollte ich das wissen? Ja, jetzt sagt sie nochmal, you've been there before. Don't you remember? I saw you coming out of my room. And when I asked you what you were doing in there, you said you'd mixed up the rooms. I wonder what the merchant wanted in her room. Also haben wir jetzt quasi wirklich die Stelle von diesem Händler eingenommen. Das heißt, er existiert noch irgendwo real, nehme ich mal an. Huch. Schreck mich doch nicht so. War jetzt nicht so erfolgreich, ne, der Angriff. Ob das der Zauber von dem Nekromanten ist, dass wir jetzt quasi für die anderen aussehen wie Sir Patrick, das würde mich mal interessieren. Ja, jetzt kommen wir hier natürlich rein. 8 Gegenstände. Ja, gehen wir da mal nachgucken. Oh. Sie hat sie alle bei sich. Give me my gems! Welche Edelsteine meint ihr? You took them, I know it! Give them to me, now! Ja, hier habt ihr sie. My gems! Ob das ein Fehler war? Kristallfragment. Ja gut, das war jetzt natürlich einfacher als gedacht. Aber ich würde trotzdem nochmal gerne mit der... Also ich hätte sehr, sehr gerne eigentlich mit dieser Lady Morina nochmal unter 4 Augen geredet. Also ich meine, wir haben Lucy ein bisschen Vergnügen gegönnt, da hätten wir Aris auch ein bisschen Vergnügen gegönnt. Wait a little while longer. We don't want to leave together, else the innkeeper will start talking about us. Aber wieso waren denn jetzt die Edelsteine in ihrem Zimmer? Hat sie dann den Sir Patrick bestohlen oder war das einfach die ganze Zeit? Jetzt sind plötzlich andere Sachen noch mit drin, okay. War es die ganze Zeit sozusagen sein Zimmer? Na gut, ja, dann nehmen wir das mal an uns, oder? Naja, wir speichern mal noch vorher. Und es passiert nichts. Oh. You succeeded once more. Congratulations. Until we meet again. Ich wollte gerade sagen, das jetzt im Hintergrund klingt wesentlich unheimlicher. Könnt ihr mir etwas beibringen? Schade. Enough. You can't act for the first time I'm doing business with someone I've summoned. Vogelklauenring des Zauberers. Okay. Er ist jetzt tatsächlich leider nicht so spannend, was er ansonsten hat. Also, ich meine, gut, er hat halt diese tollen Kugeln hier, aber die jetzt billiger sind als vorhin. Okay. Interessant. Ja, die nicht wirklich. Na gut, dann lassen wir dich mal wieder uns zurückbringen. Mal gucken, wo wir landen. Ah ja, genau. Hier wollte ich doch hin.
Eine Schande, dass wir für die keine Erfahrung mehr bekommen. Ja, jetzt ist hier offen, genau. Großes Paket. So, und was gibt es hier so Schönes? Holzkiste, nichts. Na toll. Aber hier ist doch auf der Karte so ein merkwürdiger roter Fleck. Was ist denn das nur? Ist nicht so ganz klar. Schade. So, ich möchte mich trotzdem noch mal kurz umsehen, weil ich nämlich das Gefühl habe, ich habe hier irgendwas was noch vergessen. Achso, hier war quasi zu. Oder das war in der Etage rum drüber. Ja, hier war es nicht, dass man hier noch irgendwo rein kann. Gut, dann gehen wir mal nach oben und gucken mal. Ob wir Spuren des Imps finden, der uns da den Weg versperrt hat. Was? Er hat einmal auf eine Ratte draufgehauen und schon ist sein Schwert kaputt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Haltbarkeit 1 von 50, das ist nicht so gut. Wir haben natürlich auch keinen direkten Shadow Sword, keinen direkten Ersatz dabei. Das war natürlich nicht so clever. Wir hätten uns die Sachen identifizieren lassen sollen von dem Nekromanten. Tja, dann macht jetzt Ares das Ganze hier. So einfach ist das. Das wird er ja wohl schaffen. Das dauert ein bisschen länger, okay. Wo ist denn jetzt die Ratte? Ah, da war die Ratte. Okay. So, jetzt könnt ihr wieder beide euch auf den Weg machen. Genau, also hier lag, glaube ich, ein Schlüssel einfach nur drin. Hier war eine ganze Menge unnützes Zeug. Was gab es hier unten? Achso, hier war die Leiter nach oben. Oh. Hier möchte ich natürlich dann eigentlich erst ganz zum Schluss hin. Und hier war, glaube ich, die Truhe. Die hatten wir aber schon ausgenommen. Richtig, die war schon offen. Eine Weinkiste. Es war noch nicht mal Wein drin. Wie bedauerlich. Naja, wenn wir vielleicht schon keine Frau für Ares finden, dann können wir ihn wenigstens mal irgendwann in die Ecke stellen und ihn sich betrinken lassen. Aber noch müssen wir ja die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht kommen wir ja tatsächlich irgendwann zurück nach Rivellon. Weil so eine Impffrau, das ist jetzt wahrscheinlich nicht besonders, also nicht unbedingt das, was der Herr möchte. Na gut, dann gehen wir mal wieder nach oben. Und ich speichere mal noch unter einem anderen Punkt.
Genau, hier sind wir ja nicht weiter vorwärts gekommen. Aber ich habe fast die Vermutung, dass es da auch nicht großartig weiter vorwärts geht. Ja, wir haben hier übrigens noch diesen merkwürdigen Meteoriten das letzte Mal gefunden und diesen Teleporter. Und ich bin einfach, ich muss eigentlich gleich Schluss machen, aber ich bin einfach viel zu neugierig. Ich will jetzt wissen, was dieser Teleporter macht, bevor ich jetzt die Zutaten zu dem Alchemisten zurückbringe. Auch auf die Gefahr hin, dass ich das bereuen werde. Immerhin ist unser Todesritter nicht so, der steht nicht ganz so gut da. Was? Baumstamm. Okay. Wow, was ist das denn? Rubin, Rubin, Feuerpfeil. Okay. Wurde ein Imp geopfert? Ob das der alte Altar ist von den Imps? Ich meine, die haben ja früher irgendwie Menschen geopfert. Menschen sag ich schon. Imps geopfert. Haben die Opfer dargebracht. Ja. Ja, da hinten ist noch was. Da will ich gerne hin. Aber wie komme ich denn da hin? Oder kann ich hier vielleicht über die Lava laufen? Geht das? Ja. Nee, da ist noch ein Teleporter. Aber da kommen wir aus irgendwelchen Gründen noch nicht hin. Vielleicht müssen wir irgendwo einen Hebel umlegen. Aber hier lässt sich nichts aktivieren. Huch. Oder war das... Nee. Moment. Der hat sich ausgerichtet. Wenn wir uns jetzt wieder zurück teleportieren, dann dreht er sich wieder. Und der dreht sich auch. Ja, das ist ärgerlich. Wir müssen ihn also irgendwie dazu bringen, sich zu drehen. Ah, das ist doch mal ein schönes Rätsel. Nein. Ach, schade. Und ich habe gedacht, es geht, wenn ich mich nur mit einem teleportiere. Schade. Ob das irgendwas... Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit den Meteoriten zu tun hat. Und ich hoffe, es hat nichts mit diesem... Es gab doch, glaube ich, bei dem Alchemisten irgendwie einen Hebel oder sowas. Vielleicht hat das was damit zu tun. Ja, jetzt zeigt er wieder nach unten. Na gut. Offensichtlich kommen wir ja jetzt hier so ohne weiteres nicht weiter. Wenn wir uns hier nicht aufteilen können. Das ist sehr bedauerlich. Dann müssen wir halt erstmal so vorwärts kommen. Ach so, hier ist der Meteorit, genau. Und wenn wir den Meteoriten berühren, dass wir dadurch irgendwas aktivieren? Nee. Ich muss mal gucken, ob in der letzten Aufnahme die Spitze auch schon so gezeigt hat in die Richtung. Ja, ihr niedlichen Lava-Kriecher oder was auch immer ihr seid. Granatbeinschienen, ja, die waren mir zu schwer. Ich erinnere mich. So,
So, bitte keinen töten. Bitte keinen töten. Danke. Ach, und hier gab es ja noch komische Kerzen. Ich erinnere mich. Die wollte ich ja auch noch untersuchen. Machen wir das doch auch noch mal jetzt hier. Okay. Nee, nicht den Frosch. Kerze. Merkwürdige Kerze. Die Flamme wirkt irgendwie lebendig. Wenn sie denn mal brennt. Ja, und irgendwo ist jetzt noch eine Kerze, die ich übersehen habe. Unter Garantie. Ihr Frösche. Geht mir ganz schön auf den Keks. Hier ist aber nichts weiter. Und es hat bei dem Teleporter bestimmt auch nichts verändert. Das hat er mir bestimmt auch angezeigt. Nee. Hat's nicht. So, hier sind wir wieder. So, und da wären wir wieder.